Mein Name ist Maja Bärenfänger, ich bin vom Hochschulrechenzentrum im ILIAS Support und ich freue mich sehr über die Einladung, heute ein bisschen was zu ILIAS erzählen bei dieser Coffee Lecture hier. Und mein Thema ist heute nicht ILIAS allgemein, sondern ein bestimmter Teil von ILIAS, den viele vielleicht nicht so gut kennen und wo wir einfach mal ein Schlaglicht drauf werfen wollen. Ja, was ist ILIAS? Vielleicht ganz kurz ein paar einleitende Worte dazu. ILIAS ist die zentrale Lernplattform an der JLU Gießen. Die Abkürzung steht für Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperationssystem. Das heißt, lernen, Informationen erstellen, teilen, veröffentlichen und miteinander kooperieren. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, merkwürdig, irgendwie dachte ich, StudIP wäre die zentrale Lernplattform. Damit haben Sie auch teilweise recht. Wir haben an der JLU nämlich zwei ganz tolle Lernplattformen, die sich super ergänzen. Und wie die beiden Plattformen sich ergänzen, das möchte ich jetzt kurz darstellen. StudIP kennen Sie alle. Das ist die Plattform, bei der Sie sich für Lehrveranstaltungen anmelden. Wenn Sie dann in so einer StudIP-Veranstaltung drin sind, könnte man das beschreiben als einen privaten Lernraum. Privat deshalb, weil da nur die Mitglieder des Kurses tatsächlich Zugang zu haben. StudIP ist vor allem gedacht zur Organisation der Präsenzlehre, zum Bereitstellen von Dateien und zur grundlegenden Kommunikation zwischen Studierenden und Lehrenden. Das haben wir gerade gesagt, die StudIP-Veranstaltung könnte man vielleicht als privaten Lernraum bezeichnen. ILIAS wäre, um in diesem Bild zu bleiben, dann ein privater Garten zu diesem privaten Lernraum. Natürlich nicht ILIAS im Allgemeinen, sondern der ILIAS-Kurs, der an die StudIP-Veranstaltung angehängt ist. Das heißt, jeder Dozent, jede Dozentin an der JLU kann sich überlegen, reicht mir StudIP für meine Veranstaltung oder möchte ich vielleicht noch viele wunderschöne Blumen in meinem Lerngarten erblühen lassen und dazu dann ILIAS nutzen. Und dazu kann man dann in dem StudIP-Kurs eine Schnittstelle zu diesem privaten Garten, zum ILIAS-Kurs eröffnen. ILIAS dient zur Unterstützung der Online-Lehre sowie des Selbststudiums, also der Zeiten zwischen den Präsenzveranstaltungen. Dabei ist ein großer Fokus auf dem Lernen mit multimedialen und interaktiven Lernmaterialien, das heißt Videos, Lernmodulen, Quizzes, solche Dinge. Ein dritter wichtiger Bereich von ILIAS ist die Unterstützung von Gruppenarbeiten. Da gibt es eben eine ganze Reihe von Tools, um Gruppenarbeiten, die jetzt nicht in der Präsenzveranstaltung stattfinden, gut zu unterstützen. Heute möchte ich die Frage stellen, welche Lern- und Arbeitsmöglichkeiten gibt es in ILIAS für Sie als Studierende außerhalb des privaten Gartens, des privaten Kurses? Und wie gesagt, das, was wir schon kennen, ist eigentlich nur die Spitze des Eisberges. Das sind nämlich die ILIAS-Kurse mit den Videos, Lernmodulen, Übungen, Tests, Foren, Umfragen. Und da gibt es noch viele weitere tolle Tools zu entdecken. Aber das, glaube ich, kennen Sie wahrscheinlich. Aber das, was unterhalb der Wasseroberfläche liegt, das ist etwas, was viele nicht so genau kennen, weil man damit erstmal vielleicht nicht unbedingt Berührungspunkte hat. Und das ist der Bereich Mein ILIAS. Und ich möchte Ihnen heute so ein paar Tipps geben, wie Sie in diesem Bereich mit den Funktionen, die dieser Bereich zur Verfügung stellt, Ihr Lernen effizient organisieren können. Was bedeutet das jetzt konkret? Übersicht behalten über Kurse, To-Dos und Lernerfolge. Das heißt, nicht schlecht zu wissen, wo stehe ich, was habe ich schon gemacht, was muss ich noch tun. Ein weiterer wichtiger Bereich, wie komme ich denn schnell zu meinen Kursen, aber vor allem auch schnell zu wichtigen Informationen und Inhalten. Das gemeinsame Lernen, auch das gehört dazu zum Lernen und kann Lernen effizienter machen, wenn Sie sich zum Beispiel Aufgaben aufteilen zur Prüfungsvorbereitung oder wenn Sie ein Referat gemeinsam vorbereiten. Auch hier wollen wir einen Blick drauf werfen, wie Sie das außerhalb des ILIAS-Kurses machen können. Und mein letzter Punkt,
nachhaltiger lernen. Auch hier bietet Ilias ein paar Möglichkeiten, die ich Ihnen noch vorstelle. Zum ersten Punkt, Übersicht behalten. Wenn man schon ein Weilchen studiert hat, dann war man schon in einer ganzen Reihe von Lehrveranstaltungen und dann ist es sicherlich hilfreich, wenn man so eine Liste hat eigentlich mit den ganzen Kursen, in denen man Mitglied ist. Und dazu dient der Bereich Mein Ilias, meine Kurse und Gruppen. Wenn Sie auf diesen Bereich draufklicken, werden Ihnen alle Ihre Ilias-Kurse und Gruppen, in denen Sie Mitglied sind, aufgelistet. Es ist aber wichtig, nicht nur einen Überblick zu behalten über die Kurse, in denen man Mitglied war oder beziehungsweise ist, sondern auch zu schauen, was habe ich denn eigentlich schon alles für Lernerfolge erreicht und einfach zu gucken, wie war mein Lernverlauf, mein Lernfortschritt und da einen Blick drauf zu werfen. In Mein Ilias finden Sie hier den Bereich Lernverlauf, Lernfortschritt, Badges und Zertifikate. Ich würde Ihnen empfehlen, da einfach mal reinzuklicken und zu gucken, was sich da im Detail hinter verbirgt, zu gucken, was Sie schon alles erreicht haben in Ihrem Studium. Und bei den Badges und Zertifikaten kann es gut sein, dass da vielleicht noch nichts drin ist. Das liegt nicht daran, dass Sie noch nichts erreicht haben, sondern daran, dass Ihre Dozenten, Dozentinnen das noch nicht genutzt haben. Und wenn Sie denken, oh, das wäre doch eigentlich eine tolle Sache, sprechen Sie Ihre Dozentin, Ihren Dozenten doch mal darauf an und fragen Sie ihn, ob er, sie sich da nicht mal einarbeiten möchte und das nutzen möchte. Der dritte Punkt, wenn es um das Thema Übersicht geht, Aufgaben im Blick behalten, also die eigenen To-Dos im Blick behalten. Und da bietet Ilias eben mit der To-Do-Liste ein super Tool, um keine Aufgaben mehr zu vergessen. Wahrscheinlich machen Sie das sowieso nicht, aber das unterstützt es einfach nochmal und hilft Ihnen einfach, das im Blick zu behalten, was Sie tun müssen. Wenn Sie auf Mein Ilias gehen und da auf den Bereich To-Dos, dann sehen Sie rechts eine Liste der Übungen, Tests, die Sie zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeben müssen. Bei mir steht jetzt hier fett drüber ohne Endtermin. Das liegt daran, dass ich nicht mehr in Lehrveranstaltungen drin bin. Bei Ihnen sind da sicherlich eine ganze Reihe von Übungen, Tests vielleicht mit einem Termin. Ja, verlassen wir diesen ersten Bereich Übersicht und kommen zum zweiten Bereich, eigene Kurse und Inhalte schneller finden. Also wie schaffe ich es, schnell das zu finden, was ich möchte und schnell zu den häufig genutzten Kursen zu kommen in Ilias? Eine Möglichkeit, das zu tun, ist über das zuletzt besucht Menü zu gehen. Das ist jetzt außerhalb von Mein Ilias, ist aber eine super Funktion, die ich Ihnen echt ans Herz legen möchte. Unter zuletzt besucht finden Sie die 10 Lernobjekte, die Sie zuletzt angeschaut haben. Und das ist total hilfreich, einfach als Shortlink, um zu dem zu kommen, was Sie zuletzt bearbeitet haben. Eine zweite Möglichkeit, die Sie aktiver in der Hand haben, ist, Lernobjekte zu Favoriten zu machen. Das heißt, wenn Sie sagen, ich habe hier ein Lernobjekt, mit dem ich gerade intensiv arbeite, zum Beispiel ein Video oder ein Glossar, dann können Sie über das Aktionsmenü, das ist dieses kleine Quadrat mit dem weißen Pfeil da drin, können Sie sagen, dieses Objekt bitte zu Favoriten hinzufügen. Und wenn Sie das gemacht haben, dann erscheint das unter Mein Ilias ganz oben in dem Bereich Favoriten. Eine dritte Möglichkeit, um schnell die Inhalte zu finden, die für Sie wichtig sind, ist mit Schlagworten zu arbeiten. Sie können für alle Lernobjekte auch Tags vergeben, auch wieder über das Aktionsmenü, was ich Ihnen gerade schon vorgestellt hatte, also dieses kleine blaue Quadrat mit dem weißen Pfeil drin. Und wenn Sie hier so solche Tags für Lernobjekte vergeben, können das durchaus auch mehrere Schlagworte sein. Und am Ende sieht es dann so aus, dass Sie unter Mein Ilias eine Liste der von Ihnen vergebenen Tags finden. Und wenn Sie dann auf so ein bestimmtes Tag draufklicken, werden Ihnen alle Inhalte angezeigt, die Sie mit diesem Schlagwort versehen haben. Und natürlich sind diese Lernobjekte dann auch verlinkt, sodass Sie direkt zu diesem Lernobjekt springen können. Kommen wir zum dritten Bereich, das gemeinsame Lernen. Das hatte ich schon gesagt,
Auch das kann zum effizienten Lernen beitragen. Zum Beispiel, wenn man sich Inhalte einfach aufteilt und sagt, einer schreibt eine Zusammenfassung zu dem Text, ein anderer zu einem anderen Text. Und wie Sie das mit ILIAS außerhalb Ihrer ILIAS-Kurse machen können, zeige ich Ihnen jetzt. Es gibt in ILIAS den Bereich persönliche und geteilte Ressourcen. Und hier haben Sie die Möglichkeit, über diesen grünen Button neues Objekt hinzufügen, eigene Objekte anzulegen. Zum Beispiel ein Blog, das ist sowas wie ein Lerntagebuch, können Sie das nutzen. Sie können da aber auch beliebige Inhalte drin erstellen. Dann können Sie Dateien hochladen oder Ordner anlegen und natürlich Weblinks auch anlegen. Okay, das ist jetzt der eine Teil. Das können Sie natürlich auch auf Ihrem Computer machen. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt wahnsinnig hilfreich, das in ILIAS zu tun. Aber der spannende Teil ist eigentlich jetzt, nämlich diese Ressourcen mit anderen zu teilen. Und dazu können Sie wieder auf das Aktionsmenü gehen und hier auf den Bereich Freigabe. Das ist, glaube ich, ein bisschen arg klein. Ich hätte es größer machen sollen. Wenn Sie da auf Freigabe klicken, dann bekommen Sie eine Auswahlmöglichkeit. Und hier ist es eigentlich meistens empfehlenswert, wenn Sie jetzt nicht gerade in einem Kurs arbeiten, zu sagen, ausgewählte Benutzer hinzufügen. Da können Sie nach Namen suchen oder nach E-Mail-Adresse und Ihre Lernressourcen dann dieser Person freigeben. Ja, ein bisschen abseitig, aber gehört zum gemeinsamen Lernen. Ich möchte Sie gerne auf einen Punkt hinweisen in ILIAS, der auch ein bisschen versteckt ist, nämlich das eigene Profil. Das finden Sie, wenn Sie rechts oben auf dieses Kreissymbol gehen in ILIAS. Und da können Sie zum einen Ihre persönlichen Profildaten kontrollieren. Sie können aber auch ein Foto hinzufügen, wenn Sie das möchten. Und der wichtige nächste Schritt ist dann tatsächlich dieser zweite Reiter, Profil veröffentlichen. Und dazu sagen, ich möchte mein Profil für angemeldete Benutzer sichtbar machen. Das heißt nicht, dass Sie jetzt auf einmal da eine Kontaktseite in ILIAS mit aufmachen, sondern das heißt nur, dass Sie in einem ILIAS-Kurs plötzlich mit Namen angezeigt werden und falls Sie das angegeben haben, auch mit einem Bild. Das müssen Sie aber nicht, das ist in Ihrer Hand. Und das ist einfach schöner, wenn man sieht im Forum, aha, da hat Person mit dem Namen so und so geschrieben und nicht eine Person mit der Kennung J-S34720 oder so. Und von daher würde ich Ihnen einfach wirklich ans Herz legen, das mal sich zu überlegen, ob Sie Ihr Profil da sichtbar machen wollen. Mein letzter großer Punkt im Hinblick auf Lernen auf effizient organisieren, nachhaltig lernen. Zum nachhaltigen Lernen trägt bei, wenn Sie sich zum Beispiel ein Video nicht einfach nur passiv anschauen, sondern wenn Sie zum Beispiel zu diesem Video sich Notizen machen. Das könnten Sie natürlich auch auf dem Papier machen, aber dann ist das Video in der Lernplattform. Ihre Notizen sind irgendwo auf dem Stapel, auf dem Schreibtisch. Und wie gehört das jetzt zusammen? Und da bietet ILIAS eben auch tolle Möglichkeiten. Eine andere Sache zum nachhaltigen Lernen ist, das eigene Lernen zu reflektieren und zu gucken, wie lerne ich denn besonders gut? Und dazu können Sie in ILIAS Blogs und Portfolios nutzen. Zum Thema Anmerkungen, Notizen machen. Zu jedem Lernobjekt haben Sie die Möglichkeit, sich Notizen anzufertigen. Also ob das jetzt ein Video oder eine Datei oder ein Glossar ist. Sie können da einfach was zu notieren und das abspeichern. Und wenn Sie das gemacht haben, dann wird Ihnen diese private Notiz, also die ist nur für Sie sichtbar, unter Mein ILIAS Notizen angezeigt. Gucken wir uns das nochmal an. Also Sie sehen, hier ist die Notiz, hier ist aber auch sozusagen der Kontext. Wo gehört das eigentlich hin? Nämlich der Kurs, in dem Sie diese Notiz angefertigt haben und vor allem auch das Lernobjekt, was dann wiederum verlinkt ist, sodass Sie direkt dahin springen können. Also sowohl zur Klausurvorbereitung als auch zum nachhaltigen Lernen insgesamt finde ich das eine tolle Funktion, weil man einfach mal schnell eine Notiz noch zu einer Datei schreiben kann oder zu einem Video und ja, einfach so das eigene Lernen ein bisschen nachhaltiger gestalten kann. Sie können diese Notizen auch drucken. Ich hatte vorhin schon, als ich über die persönlichen Ressourcen gesprochen habe, gesagt, Sie haben die Möglichkeit, einen Blog zu erstellen. Neben dem Blog können Sie aber auch unter Mein ILIAS Portfolio ein eigenes Portfolio
anlegen und dies zum Beispiel zur Reflexion Ihres Lernprozesses nutzen. So, damit habe ich eigentlich diesen Bereich Mein Ilias abgeschlossen und möchte aber nicht versäumen, Ihnen noch ein ganz tolles Angebot in Ilias zu zeigen, nämlich die offenen digitalen Lernangebote, die Sie außerhalb von Kursen nutzen können. Und das sind vor allem die öffentlichen Lernmaterialien zu Schlüsselqualifikationen für das Studium. Und wir haben hier über 30 Lernmodule zu den vier Bereichen wissenschaftliches Arbeiten. Da gehört zum Beispiel zu korrekte Wissenschaftssprache, aber auch gute wissenschaftliche Praxis. Argumentieren, präsentieren, vortragen als einen Bereich, qualitative und quantitative Forschung sowie Lern- und Organisationstechniken. Und dazu gehören zum Beispiel Lernstrategien, Lesestrategien oder Zeitmanagement. Also das sind ganz tolle Lernmodule, die ich Ihnen wirklich ans Herz lege, wo Sie einfach mal reingucken können. Vielleicht hilft Ihnen das für Ihr Studium in dem einen oder anderen Bereich. Und diese öffentlichen Lernmaterialien finden Sie, wenn Sie im Menü auf Magazin gehen. Also Sie sehen das hier, dieser dritte Punkt, und dort auf öffentliche Lernmaterialien. Ja. Das war es eigentlich schon von meiner Seite aus. Wenn Sie Fragen zu Ilias haben, können Sie die gerne jetzt stellen oder natürlich auch jederzeit uns schreiben an den Ilias-Support unter ilias@uni-gießen.de. Wir freuen uns immer, wenn wir Ihre Fragen zu Ilias beantworten können oder Ihnen in der Arbeit mit Ilias weiterhelfen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.